Heute gibt es mal ein etwas anderes Video als sonst. SOS-Urlaub zu Hause. Aber erst einmal möchte ich gerne von euch wissen, wie es euch geht. Und zwar nicht dieses, hey, wie geht's, sondern wie geht es euch wirklich? Wie fühlt ihr euch gerade körperlich, seelisch? Das ist ja auch immer super, super wichtig. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, weil ich glaube einfach, dass es vielen von uns zurzeit nicht so gut geht. Deswegen ist dieses Video für mich auch ja, so eine Herzenssache, weil ich in den letzten Wochen bei mir selbst gemerkt habe, dass es mir nicht gut ging. Also es fing so, ich glaube im Januar ungefähr an. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, Sheila, am liebsten würdest du einfach nur in den Flieger steigen, in die Sonne, Strand, Meer, einfach mal so für 10 Tage, 14 Tage. Gerne auch alleine. Ich liebe es, alleine in den Urlaub zu fliegen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das nicht die richtige Zeit zum Reisen ist. Zumindest für mich nicht. Obwohl ich sehr, sehr gerne nach Fuerteventura geflogen wäre. Diese kilometerlangen Sandstrände. Aber gut, ich hatte echt so eine Phase. Also zum einen habe ich mich körperlich überhaupt nicht wohl gefühlt, weil ich zugenommen hatte, ein paar Kilo. War ich auch so. Ich bin so komplett aus meinem Rhythmus rausgekommen. Ne? Mit allem. Mit dem Schlafen, mit dem Essen. Und es war einfach echt nicht schön. Und ich bin morgens aufgestanden und ich bin ja eigentlich ein extrem positiver Mensch mit viel Energie. Und ich bin morgens schon wach geworden und habe so gedacht, okay. Ich bin ein Freund, wenn man sowas fühlt, so schnell wie möglich die Reißleine zu ziehen. Das habe ich dann auch gemacht und habe mir so überlegt, okay, du kannst jetzt auf gar keinen Fall in den Urlaub fliegen. Wie schaffst du es von hier aus, dass es dir besser geht? Also sozusagen, wie kannst du dir den Urlaub nach Hause holen? Dann habe ich mir so einen kleinen Plan gemacht, habe mir überlegt, okay, was würde dich jetzt gut fühlen lassen? Also zum einen habe ich mir erstmal überlegt, was hat jetzt dazu geführt, dass du dich nicht gut fühlst? Zum einen war das, ich war aus meinen Routinen draußen und andere Faktoren, ne, dass der ganze Alltagsrhythmus einfach hinüber ist, dass man nirgendwo hingehen kann, dass man sich nicht ablenken kann, dass man keine Freundin sehen kann. Ich habe seit Wochen niemanden mehr gesehen, außer meinen Partner. Meine Eltern ist letztes Mal an Silvester und oh, es war einfach so... Boah, ich glaube, viele von euch können mich vielleicht verstehen. Ja, und dann ging es an die Planung. Urlaub nach Hause holen. Und ich habe mir ganz viele Self-Care-Ideen aufgeschrieben. Im Grunde genommen habe ich mir, überlegt, was würdest du jetzt im Urlaub tun? Und im Grunde genommen habe ich da immer so bestimmte Dinge. Deswegen sage ich euch auch von vornherein, das, was ich euch heute in dem Video erzähle, das, was ich heute mit euch teilen werde, das sind Dinge, die mir gut tun. Das heißt nicht, dass euch diese Dinge gut tun. Aber die Botschaft ist, wenn ihr euch gerade nicht gut fühlt, versucht euch so einen Self-Care-Plan aufzustellen, so einen SOS-Urlaubsplan, ganz individuell für euch und vor allen Dingen auch, wenn ihr Kinder habt. Dazu werde ich euch auch noch gleich kleine Tipps geben, weil ich recht häufig Nachrichten bekomme, wenn ich zum Beispiel Themen wie Achtsamkeit, Meditation, gesunde Ernährung anspreche, dann habe ich schon einige Nachrichten bekommen mit, ich habe Kinder, dafür habe ich keine Zeit. Was ich persönlich immer sehr, sehr schade finde, ich habe ja selber leider noch keine Kinder, aber ich habe ja sehr viel im pädagogischen Bereich gearbeitet, in Grundschulen, in Kindergärten, hatte teilweise 25 Kinder alleine und habe mit denen auch so Dinge gemacht. Und die kann man so schön in solche Aktivitäten einbinden. Aber das werde ich gleich so ein bisschen erklären, immer wenn ich auf die unterschiedlichen Dinge und Self-Care-Ideen anspreche. Genau, nur damit ihr das wisst. Und setzt euch damit nicht unter Druck. Also ich habe das auch gemacht. Ich habe mir zwar so eine kleine Planung, so einen kleinen Rahmen aufgeschrieben. Aber Prio 1 war, dass ich mich nicht damit stresse. Zeitlich habe ich das übrigens folgendermaßen gemacht. Vorgenommen hatte ich mir 7 bis 10 komplett freie Tage. Das hat leider nicht so ganz funktioniert. Ich bin ja selbstständig und dann kamen ständig E-Mails rein. Also das hat nicht so ganz funktioniert. Was ich geschafft habe, sind 2 mal 3 komplett freie Tage. Also ich hatte einmal 3 Tage, dann hatte ich wieder so 2, 3 Tage super viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, hat jetzt nicht geklappt. Dann ein neuer Versuch und dann hat es wieder für 3 Tage geklappt und dann schon wieder nicht. Aber gut, so ist das halt. Man muss sich ja dann auch den Situationen anpassen. Bei dem Thema Zeit sollte auch jeder für sich gucken, was in das Leben passt. Wenn ihr jetzt in einer Firma arbeitet, wo gerade sowieso Kurzarbeit ist, wo nicht so viel zu tun ist, nutzt die Zeit. Dann würde ich mir zum Beispiel auch Urlaub nehmen. Da werden sich eure Chefs wahrscheinlich auch drüber freuen. Dann haben sie wieder ein paar Urlaubstage weniger, wenn es dann wieder anläuft. Wenn ihr selbstständig seid, es kommt halt immer auf die Branche an. Welche Struktur auch noch gut funktionieren kann, wenn ihr jetzt sagt, ich kann mir auf gar keinen Fall ein paar Tage hintereinander frei nehmen,
dann nehmt euch immer ein paar Stunden am Tag. Dann sagt irgendwie so 3, 4 Stunden hintereinander, das wäre schon super, die ihr für euch verbringt. Weil es soll ja schon so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling aufkommen und soll ja ein Unterschied zu dem sein, was ihr sonst macht. Deswegen würde ich schon sagen, damit so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling und dieser Erholungsmodus aufkommt, würde ich schon versuchen, dann so ein paar Stündchen zu blocken. Am Ende werde ich euch übrigens noch kurz berichten. Ich hatte mir so ein kleines Experiment vorgenommen, ob das funktioniert hat oder nicht. Ja, aber dazu mehr am Ende. Ich werde euch übrigens meine SOS-Urlaubs-Selfcare-Liste mal in unsere Facebook-Gruppe packen. Die kann ich leider nicht hier unten in die Infobox posten. Da kann ich keine Dateien anhängen. Genau, deswegen für alle die in der Facebook-Gruppe sind oder da rein wollen, die werde ich in den nächsten Tagen da rein posten. Dann würde ich sagen, starten wir mal, wenn wir schon nicht in den Urlaub fliegen können, dann holen wir uns den Urlaub halt nach Hause. Was sehr wichtig für mich war, mir direkt von Anfang an noch einmal in Erinnerung zu rufen, was ist für mich Urlaub? Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Urlaub ist für mich Erholung, Aufstehen ohne Wecker, mich viel zu bewegen, viel an der frischen Luft zu sein, gesund zu essen und ja, auch so ein bisschen in den Tag hineinzuleben und zu gucken, okay, worauf hast du jetzt Lust? Und auf diese Frage, was tut uns gut, was lässt uns fühlen wie im Urlaub, da wird wahrscheinlich jeder von uns eine etwas andere Antwort drauf finden. Deswegen finde ich es sehr wichtig, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was kann ich zu Hause überhaupt umsetzen, was mich gut fühlen lassen kann? Der nächste Schritt war bei mir, dass ich ganz viele Besorgungen gemacht habe. Also zum einen habe ich einen Großeinkauf im Biomarkt gemacht, weil Erholung und mich körperlich gut fühlen für mich auch bedeuten, mich gesund zu ernähren und zu kochen. Kochen ist das Einzige, was ich im Haushalt mag, ne? Also ich mag nichts an Haushalt, also putzen, Staubsaugen, Fenster putzen. Würde ich am liebsten alles abgeben. Aber woran ich echt Spaß habe, ist Kochen. Das kann euch auch wieder ganz, ganz anders gehen, wenn du jetzt eine Person bist, die sagt, nee, Kochen ist so gar nicht mein Ding und du willst dir Urlaub zu Hause nehmen, dann würde ich mir jeden Tag was bestellen. Also das ist das, was ich meine. Für den einen ist Kochen Stress und der andere mag es gerne. Ich gehöre zu den Personen, wie gesagt, die lieben das. Und wenn man das jetzt nicht mag und mit Urlaub in Verbindung bringt, dass man nicht kochen braucht, dann würde ich jetzt sagen, wir können sowieso kein Geld ausgeben. Also wir sparen gerade so viel Geld, weil wir nicht essen gehen können, weil wir nicht irgendwie mal in die Stadt gehen können. Ich finde, dann kann man sich jetzt auch mal ein paar Tage gönnen, dass man sich vielleicht was bestellt. Natürlich kommt es immer auf die eigene finanzielle Situation an, aber wenn das irgendwie machbar ist und das Stress in dir auslöst, dieser Kochakt, dann, ja, dann würde ich versuchen, das nicht zu machen. Ich habe mir auch noch ganz viele Sachen online bestellt. Ein Fußbad mit so Sprudelgedönse, dann so ein Fußbadsalz, Fußmasken, Handmasken, so eine Massagepistole, allerdings günstiger als die, die man in diesen ganzen Werbesachen da sieht. Was ich als Vorbereitung auch noch bestellt habe, sind 2 Nagelsets. Einmal ein elektrisches, weil ich sowas immer schon mal haben wollte. Da war ich allerdings dann erstmal ein bisschen ungeschickt. Und dann habe ich mir noch mal eins geholt, was halt nicht elektrisch ist. Letztendlich habe ich das dann für die Fingernägel benutzt und das Elektrische für die Füße. Weil, wie gesagt, ich glaube, seit November oder Dezember konnten wir jetzt nicht mehr zur Maniküre und zur Pediküre gehen. Und ich mache das aufgrund meines Jobs eigentlich immer regelmäßig, weil da sind ja immer die Händchen und die Füße sehr wichtig. Und ich kriege das alleine nie so hin. Aber ich habe mir halt gedacht, jetzt probierst du es mal. Übrigens, ich habe während dieser Zeit auch so gut wie nicht telefoniert, weil das mache ich auch immer, wenn ich alleine im Urlaub bin. Ich bin dann zu 100% bei mir, kümmere mich um mich selber und versuche den Fokus nur auf mich zu richten. Was nicht heißt, dass das für alle so gelten muss. Im Gegenteil, wenn du jetzt jemand bist, der sehr gesellig im Urlaub ist, der gerne neue Leute kennenlernt, was ja jetzt während Corona ein bisschen schwierig ist. Aber wenn dir das gut tut, zum Beispiel 4 Stunden am Tag zu telefonieren, zu FaceTime, dann mach das. Also es könnte sein, dass bei dir der Urlaub so aussieht, dass du dir jeden Tag was bestellst, dass du jeden Tag 4 Stunden telefonierst. Schaut einfach, was ist für euch Urlaub, was ist für euch Erholung, was lässt euch gut fühlen. Meine Urlaubstage sahen übrigens immer ähnlich aus. Also ich bin morgens ganz gemütlich aufgestanden, ohne Wecker. Habe versucht, auf meinen ganz natürlichen Rhythmus zu hören. Dann habe ich manchmal bis 7 geschlafen, manchmal bis 9, manchmal auch noch ein bisschen länger. Manchmal war ich schon um 6:30 Uhr wach. Also ich bin mit meinem natürlichen Rhythmus gegangen.
Abends allerdings auch sehr, sehr früh schlafen, weil das ist für mich, also das ist für mich Urlaub, ne? Im Urlaub gehe ich immer so zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 9 und 10, wenn ich alleine unterwegs bin, ins Bett, wenn ich jetzt mit meinem Freund irgendwie weg bin. Also im Urlaub bin, dann sind wir auch schon mal länger wach. Aber ich bin eigentlich so eine richtige, ich würde mal sagen, Schlaftablette im Urlaub. Genau, und dementsprechend stehe ich dann auch eigentlich immer ein bisschen früher auf. Und was ich mir auch unbedingt vorgenommen hatte, was auch sehr gut funktioniert hat, Intervallfasten. Ich merke halt immer wieder, wie gut das meinem Körper tut. Und ich habe das im Dezember so ein bisschen vernachlässigt. Im Januar lief auch irgendwie nicht so richtig. Und das war für mich einfach super. Ich habe so im Schnitt um 18 Uhr das letzte gegessen. Und das ist das, also da habe ich gesagt, es ist eigentlich echt schön, weil ich konnte mich darauf konzentrieren, zu regelmäßigen Uhrzeiten zu essen. Und das ist bei mir. Ich brauche das so sehr, diese Routine. Ich merke, wenn ich da rauskomme, das ist einfach für meinen Körper nicht gut. Und wenn ich dann abends teilweise noch im Dezember auch sehr spät gegessen habe, um 22, 23 Uhr, ich habe super schlecht geschlafen und habe mich einfach komplett gerädert gefühlt. Und das hat mir so gut getan an diesen Tagen, ne? Ach, das war so schön. Manchmal habe ich mir sogar noch so Spa-Musik im Bett angemacht und einfach nur aus dem Fenster rausgeguckt. Manchmal habe ich das eine halbe Stunde gemacht, eine Dreiviertelstunde und versucht, den Moment zu genießen, meine Umgebung wahrzunehmen. Phoebe ist ja dann auch immer bei mir im Bettchen mit dabei. Und ja, es war einfach so schön. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir direkt eine große Flasche Wasser ans Bett gestellt und morgens innerhalb der ersten 1,5 Stunden direkt mindestens 1 Liter Wasser getrunken mit ein bisschen Zitrone. Auch das hatte ich total vernachlässigt und ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man morgens aufsteht. Idealerweise natürlich, man geht in die Küche zuerst, macht sich so ein bisschen Wasser warm, lässt das ein bisschen abkühlen, das darf auf gar keinen Fall zu heiß sein. Und dann ein bisschen Zitrone, Ingwer, von mir ist auch noch ein bisschen Kurkuma. Dann sollte man allerdings darauf achten, dass man da auch noch Pfeffer und vielleicht ein bisschen Kokosnussöl mit reinmacht, weil es dann besser vom Körper aufgenommen werden kann. Und dann das lauwarme Wasser darüber. Und wenn man das schon am Morgen trinkt, weil man muss sich das einfach so vorstellen, wir trocknen ja sozusagen über Nacht aus. Und wenn wir morgens aufstehen und unserem Körper direkt genügend Flüssigkeit zuführen, man fühlt sich direkt besser. Der Stoffwechsel wird anders und man hat viel, viel mehr Energie. Und das habe ich auch die kompletten Tage durchgezogen. Und das habe ich jetzt auch an den Tagen geschafft, an denen ich keine SOS-Urlaubstage hatte. Also ich bin jetzt wieder voll in meinen Routinen drin. Was ich in diesen Tagen gemerkt habe, was mir extrem gut tut, morgens erstmal was für meinen Geist zu tun. Das heißt, ich bin aufgestanden und bin erstmal ins Wohnzimmer gegangen, habe mich aufs Sofa gesetzt und habe so 10, 20 Seiten gelesen, manchmal auch ein bisschen mehr und habe irgendetwas für meine Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Etwas, was mich gut fühlen lässt. Was mir dabei hilft, wieder achtsamer zu werden, wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein. An manchen Tagen war das ein Buch. Ich habe allerdings auch oft irgendwie einen Podcast gehört oder mir ein gutes YouTube-Video angeguckt. Also sozusagen, dass ich morgens aufstehe und als allererstes etwas für mich und meinen Geist mache. Mir etwas anhöre, was mich schon gut in den Tag starten lässt. Das habe ich als allererstes gemacht. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich wollte ja noch so ein bisschen was dazu erklären, wie man Kinder da einbinden kann. Also zum Beispiel bei der Lesesache. Da kann man, wenn man, also je nachdem, wie alt die Kinder sind, kann man zum Beispiel auch sagen, nimm dir auch dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingsmalbuch. Dann können die in der Zeit malen und immer mit so einem kleinen Anreiz verbinden. Also ich habe das damals, ich war als Au-pair in den USA und da hatte ich 3 Kinderchen, teilweise wochenlang hintereinander, Tag und Nacht. Und mit denen habe ich das immer so gemacht. Ich habe dieses Spiel gespielt, wer kann am längsten ruhig sein? Und derjenige, der gewinnt, dürfte am Nachmittag eine Aktivität aussuchen. Das hat übrigens super funktioniert. Und wenn ich jetzt ein Kind zu Hause hätte und würde mir so sagen, okay, ich will jetzt jeden Morgen, also 10, 20 Seiten lesen, dann würde ich das damit probieren. Da kommt es natürlich immer darauf an, wie alt sind die Kinder? Möchten die lieber malen? Möchten die lieber lesen? Oder was haben die sonst für eine Aktivität, woran sie Spaß haben? Die würde ich dann immer versuchen, mit meiner Lesezeit zu kombinieren. Was ich übrigens auch noch immer mit den Kindern gemacht habe, und das ist unabhängig davon, ob ich mit denen in den Grundschulen zusammengearbeitet habe, in Kindergärten oder als Au-pair in den USA, ich habe denen immer die Dinge erklärt. Zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, da kann man Kinder so schön einbinden, wenn man denen das so ein bisschen erklärt, denen sagt, worauf sie achten sollen, dass sie einfach nur mal
im Hier und Jetzt sein soll, kann man super gut mit Kindern gemeinsam machen. Achtsamkeitsübungen spielen in meinem Alltag zum Beispiel auch eine ganz große Rolle. Das habe ich allerdings auch ein bisschen vernachlässigt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es mir nicht so gut ging, weil gerade in unserer schnelllebigen Welt, wenn man da nicht achtsam lebt, dann hat man so eine innere Unruhe, man fühlt sich nicht gut, so geht es mir zumindest. Und wenn ich jetzt im Urlaub wäre, dann würde ich stundenlang am Strand entlang laufen, aufs Meer gucken, mich auf irgendeinen Felsen setzen und nur im Hier und Jetzt sein. Und während meines SOS-Urlaubs zu Hause habe ich das zum Beispiel so gemacht, ich bin ja super viel spazieren gegangen, manchmal 3 Stunden am Tag. Und das Lustige ist, ich hatte alles Mögliche an Wetter. Also ich hatte noch die letzten Schneetage. Da hatten wir den tiefsten Winter. Es war unfassbar. Sowas habe ich noch nie erlebt in Deutschland. Und ich glaube, ein paar Tage später war schon der Frühling da. Und wir haben hier so einen schönen See und ich bin spazieren gegangen. Das hat mir so gut getan. Und ich bin manchmal einfach nur so stehen geblieben, habe in die Natur geguckt, habe mich hingesetzt und habe das Hier und Jetzt genossen. Und das kann ich jedem empfehlen, der sich jetzt so ein paar Tage frei nehmen will, versucht das mal. Das lässt einen so runterkommen, das tut einem so gut. Und wie gesagt, Kinder lassen sich da ideal einbauen. Denen macht das so einen Spaß, wenn man denen sagt, nehmt eure Umgebung mit all euren Sinnen wahr. Achtet darauf, was ihr hört, was ihr riecht, was ihr fühlt. Das kann man mit denen draußen im Wald machen, am See, wenn die sich die Hände waschen. Wie gesagt, ich habe damit durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ich habe total was in meinen Vorbereitungsarbeiten vergessen, was ich euch noch sagen wollte. Was ich vorher noch vorbereitet habe, ist mein Zuhause. Ich habe alles aufgeräumt, so ein bisschen hergerichtet wie im Hotel, im Badezimmer so ein paar schöne Handtücher hingelegt. Dann habe ich alles mit so einem Duftspray eingesprüht. Das Bett versuche ich ja immer sowieso schön zu machen. Aber da habe ich mir auch nochmal extra Mühe gegeben. Und dass alles für meine Urlaubstage sauber und ordentlich ist. Ein ganz wichtiger Punkt war für mich, in meinem normalen Alltag würde ich sagen auch mindestens so zu 90%. Aber jetzt in der Zeit, in der es mir nicht so gut ging, habe ich das halt auch nicht regelmäßig gemacht. In der Zeit, in der ich mir jetzt wieder Zeit für mich selbst genommen habe, habe ich das konsequent durchgezogen und zwar jeden Tag morgens und abends. Meiner Meinung nach ist Dankbarkeit die Basis für Zufriedenheit und dafür ein glückliches Leben zu führen. Und auch hier lassen sich Kinder wieder super einbinden. Man kann sich mit denen hinsetzen und genau die Fragen, die man sich selber beantwortet, können Kinder auch für sich beantworten. Natürlich erst, wenn sie reden können. Mit einem Baby geht das jetzt nicht. Aber wenn man ein Kind hat, was schon sprechen kann, dann können die das genauso gut beantworten. Das werden dann ganz andere Sachen sein als bei uns. Aber das Schöne ist ja auch noch, man lenkt schon den Fokus des Kindes, also von klein auf die positiven Dinge im Leben. Das kann bei Kindern so viel verändern. Deswegen würde ich versuchen, die auch in diese Aktivität auf jeden Fall mit einzubauen. Und auch nochmal an dieser Stelle, das sind gut gemeinte Ratschläge. Also ich will niemanden bevormunden, niemanden... Ui, Phoebe. Die gehen gerade. Weil ich sagen wollte, ich möchte... Schon wieder. Bist du müde, Phoebe? So, was wollte ich denn sagen? Genau, ich möchte niemanden bevormunden und das ist alles nur gut gemeint aus meinem Erfahrungsschatz, den ich mit Kindern habe, was man eventuell mit denen machen kann und wie man die einbinden kann, sodass man selber sich auch Erholungsinseln bauen kann, ohne dass man irgendwie die Kinder vernachlässigt oder dass man gar nicht zu diesen Erholungsphasen kommt, weil man von den Kindern so abgelenkt ist. Was mir in diesen Tagen auch noch enorm gut getan hat, jeden Morgen habe ich die ersten 2 bis 3 Stunden komplett auf mein Handy verzichtet. Ich habe nicht auf WhatsApp reagiert, nicht die Instagram-App geöffnet, kein Facebook und die ersten 2 bis 3 Stunden am Tag nur mir gewidmet. Und das Gleiche habe ich abends gemacht. Also jeder, der sich ausgelaugt fühlt, nicht gut fühlt, probier das mal. Also ich bin mir sicher, das wird... Ich würde sogar sagen, allen von euch super, super gut tun. WhatsApp habe ich mir so eine Zeit gelegt, so 1 bis 2 Mal am Tag. Da habe ich mal kurz reingeguckt. Instagram habe ich die ganze Zeit eigentlich, also ich habe auch so gut wie keine Stories gedreht. Ich habe das auch in den Stories erklärt, dass ich jetzt mal so ein bisschen Zeit für mich brauche. Facebook habe ich auch links liegen gelassen und das hat mir so gut getan. Also das ist so Urlaub für die Seele. Also Social Media Detox kann ich jedem nur empfehlen. Und damit tut man seinen Kindern übrigens auch wieder was Gutes. Also
Das ist auf jeden Fall auch sehr vorteilhaft für dich. Ansonsten habe ich versucht, in meine Urlaubstage all die Dinge einzubauen, bei denen ich genau weiß, die tun mir gut. Schöne Musik hören. Morgens schon in den Tag zu tanzen mit meiner Lieblingsmusik. Und wenn es nur 10 Minuten sind. Hauptsache, ich starte schon mit Power in den Tag, mit guter Laune. Und tanzen ist da bei mir zum Beispiel auch ein ganz großer Faktor. Das sieht jetzt nicht unbedingt immer schön aus, aber ich höre da meine Lieblingslieder, so gute Laune Musik, und dann wird dazu getanzt. Dann tanze ich durch die Wohnung, dann tanze ich, wenn ich das Frühstück zubereite. Und schon alleine das ist wie so eine kleine 10-minütige Urlaubsreise, die ich in meinen Alltag eingebaut habe. Ja, das sollte ich übrigens öfter mal machen, auch wenn ich keine SOS-Urlaubstage nehme. Was auch noch auf meiner Liste stand, jeden Tag Sport zu treiben. Und auch hier sage ich wieder, macht das, was euch gut tut. Bei mir gehört das dazu, um mich wohlzufühlen. Und da habe ich jetzt auch insbesondere im Januar gemerkt, da habe ich nicht so viel Sport gemacht und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und immer wenn ich in den Urlaub fahre, ist egal, ob das alleine ist oder mit mehreren Personen oder zu zweit, ich mache einmal am Tag Sport. Und wenn es nur irgendwie ein bisschen Laufen ist, Gewichte, und das hat mir so gut getan. Ich habe mir auch noch mal extra Gewichte bestellt. Ich werde euch übrigens alles, was ihr hier in dem Video seht, soweit es geht, unten in der Infobox verlinken. Und davon habe ich alles selber bezahlt. Und es bestehen keine Kooperationen mit den Brands, die ihr hier in dem Video seht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Genau, also Sport hat auf jeden Fall in meinen Urlaubsalltag dazugehört. Ich habe im Schnitt so eine Stunde gemacht, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich habe einfach auf meinen Körper gehört. Und dann habe ich einfach so, ne? Manchmal hatte ich so Energie für 1,5 Stunden, manchmal auch nur für eine Dreiviertelstunde, aber ich habe jeden Tag irgendwas gemacht. Ich war entweder joggen oder ich war sehr, sehr lange spazieren. Also wie gesagt, das hatte ich euch ja vorhin schon erzählt, weil eigentlich mache ich das ja immer am Strand. Kraftübungen, Stretching. Es hat mir so gut getan, darauf zu achten, dass ich mich jeden Tag stretche. Habe ich auch so vernachlässigt. Also das sind alles so Dinge, die gehören auch eigentlich in meinen Alltag rein. Die versuche ich einzubauen. Jetzt nicht ganz so zeitintensiv wie in diesen Urlaubstagen. Aber es hat mir einfach so, 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 so gut getan, ne? Also wenn man sich so richtig schön, hier und da und die Beine und den Rücken, traumhaft. Wenn ich im normalen Urlaub bin, versuche ich übrigens auch immer etwas Gutes für meine Haut zu tun. Gesichtsmasken, Peelings. Einfach etwas Gutes für mich. Und meine Körperhaut, Gesichtshaut für meine Haare. Und genau das habe ich in diesen Tagen auch gemacht. Ich habe jeden Morgen meine Avocado-Gesichtsmaske gemacht. Die tut mir so gut. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte in der letzten Zeit so eine trockene Haut und die ist einfach super. Da gibt es übrigens auch ein Video zu. Verlinke ich euch am Ende dieses Videos und das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Nur natürliche Zutaten und es tut der Haut, gerade wenn die ein bisschen trocken ist, so gut. Und wenn man mal das so 3, 4, 5 Tage durchzieht, jeden Morgen, das ist eigentlich ein bisschen viel, aber die Haut sieht danach anders aus. Die ist gut durchfeuchtet. Ich habe den Eindruck, man sieht direkt anders aus. Das habe ich gemacht. Dann habe ich mir jeden Tag Grüntee-Eiswürfel gemacht für meine Haut. Ich habe da so einen kleinen Kasten und dann habe ich damit jeden Morgen nach dem Aufstehen mein Gesicht geeist. Da ist allerdings ganz wichtig, darauf zu achten, nicht an einer Stelle zu bleiben, sonst kann es auch so Verbrennungen geben, also so Eisverbrennungen. Deswegen immer schnell bewegen oder am besten so ein Handtuch, so ein kleines sauberes Handtuch drum packen. Aber das ist auch so gut für die Haut. Und wenn man das mal so ein paar Tage durchzieht, ne, man fühlt sich direkt besser. Und eigentlich hätte ich das ja jetzt gerne diesen Urlaub auch so ein bisschen mit so einer Spa-Anwendung, ne? Massage, Gesichtsbehandlung. Und ich habe mir so gedacht, gut, wenn das jetzt nicht geht, dann holst du dir das halt alles nach Hause, ne? Und ich kann sagen, ich fühle mich jetzt schon 1000-mal besser. Ich habe das Gefühl, dass ich besser aussehe, dass ich mich einfach wieder so ein bisschen fresher fühle. Gesichtsmassagen habe ich übrigens auch jeden Tag eingebaut. Mit einer schönen Atmosphäre, also entweder morgens. Ich habe mir auch tagsüber zum Beispiel Kerzen angezündet. So eine richtig schöne Atmosphäre, Spa-Musik. Ich könnte euch übrigens auch mal, wenn das geht, meine Spotify Relaxing Playlist entweder unten in die Infobox packen oder in die Facebook-Gruppe. Ja, da muss ich mal gucken, ob das geht. Und übrigens, wenn euch das Video gefällt, jetzt mal auf Daumen hoch klicken. Und wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Also vorausgesetzt, euch gefällt das Video. Wenn ihr es doof findet, nicht abonnieren. Dann nicht. So, jetzt bin ich einmal kurz vom Thema abgekommen. Was ich sagen wollte, Gesichtsmassagen habe ich auch jeden Tag eingebaut. Und die Haut sieht danach direkt anders aus. Gibt es auch ein Video zu? Muss ich mal gucken, ob das hinten auch noch reinpasst. Wenn nicht, verlinke ich euch das unten in der Infobox. Das hat mir auch so gut getan, ne? Also klar, es wäre jetzt auch schön gewesen, sich von einer anderen Person massieren zu lassen, aber ach, ich habe mich dann da einfach so hingelegt und es war echt schön. Also es hat mir sehr, 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 sehr gut getan.
Ich habe auch noch was ganz Neues ausprobiert. Ich hatte euch ja erzählt, ich hatte zugenommen, ne? Und ich habe bei mir gemerkt, also durch die schlechtere Ernährung, dadurch, dass ich mich weniger bewegt habe, ist meine Haut ein bisschen schwammig geworden. Und ich hatte den Eindruck, dass man die Zellulite ein bisschen mehr sehen kann. Ich habe mir dann so Schröpfgläser bestellt. Einmal aus Plastik und einmal aus Glas. Jetzt habe ich das nicht nur an den Urlaubstagen gemacht, sondern einfach mal ein paar Wochen durchgezogen. Und ich muss sagen, die bringen wirklich was, die Dinger. Also es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Ich habe das schon versucht, so jeden Tag eine halbe Stunde. Also Oberschenkel links, Popo, Oberschenkel rechts, Popo rechts. Dann habe ich das auch noch an den Oberarm gemacht, weil ich hatte auch den Eindruck, dass ich an den Oberarm zugenommen hatte. Hier habe ich es noch so ein bisschen gemacht, hier. Und mit den Glas-Schröpfgläsern habe ich es ein bisschen im Gesicht gemacht. Ganz leicht, weil da hatte ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwie nach hinten losgeht. Hat der Haut allerdings auch sehr, sehr gut getan. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, regelmäßig das zu machen und ja, das auch einfach so ein bisschen zu genießen, obwohl es auch echt wehtut, ne? Boah, also am Anfang, bis ich mich daran gewöhnt habe, das hat schon ordentlich weh getan. Aber ich meine, an den Beinen hätte sich was getan. Ja, da kommt die Phoebe wieder rein. Ne? Dabei habe ich übrigens manchmal, ich muss euch das jetzt mal gestehen, gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Also ich gucke ja eigentlich gar kein Fernsehen mehr, außer Netflix. Also keine Nachrichten, nicht irgendwelche Sendungen. Das ist das Einzige, was ich manchmal noch gucke, weil das habe ich schon im Kindergarten angefangen. Das habe ich früher immer mit meinen Eltern geguckt und das ist irgendwie so hängen geblieben. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, geht gar nicht. Aber irgendwie hat mir das gut getan. Da kann man immer so schön den Kopf bei abschalten. Und nach der ganzen Schröpfgeschichte habe ich dann noch mal ein bisschen die Beine massiert, weil das soll man, glaube ich, damit das abfließen kann. Jep. Und dann habe ich Beinmassagen, Gesichtsmassagen. Danach habe ich etwas gemacht, das habe ich mich sonst nie getraut und dafür waren diese Tage gut, weil da habe ich mir gesagt, Sheila, du machst jetzt mal etwas, was deinem Körper gut tut, aber was du dich sonst nie so richtig getraut hast und das ist eiskalt zu duschen. Und zwar nicht nur die Beine, sondern den gesamten Körper. Alles bis hierhin. Und teilweise auch noch das Gesicht dabei oder einmal kurz die Haare, je nachdem, ob ich die Haare gewaschen habe oder nicht. Und auch keine 30 Sekunden, sondern mehrere Minuten. Bis die Haut richtig schön rot ist, bis das so anfängt zu pieksen. Und danach habe ich mich dann nicht nochmal warm abgeduscht und bin dann aus der Dusche, sondern ich habe erstmal normal warm, kalt, bis es richtig schön gepiekst hat. Dann nochmal warm und dann nochmal kalt. Und wie gesagt, mehrere Minuten. Mein Körper war danach knallrot und danach bin ich dann aus der Dusche raus. Ich habe mich das manchmal früher auch schon getraut. Ich bin ja zum Beispiel letztes Jahr auch immer öfter mal in die Sauna gegangen, in diese Eisbäder rein. Aber so in den letzten Wochen und Monaten ist mir das dann manchmal schon ein bisschen schwer gefallen. Und ich habe mich das irgendwie nie so. Also es war immer so. Oberhalb, also so am Oberschenkel war so Ende. Habe ich gedacht, nee, mehr muss jetzt echt nicht sein. Aber es tut so gut, wenn man das jeden Tag macht. Man startet ganz anders in den Tag, viel besser. Und also ich habe versucht, das in meinem Kopf mit Wellness in Verbindung zu bringen. Und was ganz, ganz wichtig dabei ist, richtig zu atmen. Früher habe ich dabei immer die Luft angehalten, weil ich mir so gedacht habe, dann ist es endlich vorbei. Jetzt ist das so schön, weil man spürt den Körper, man merkt, wie das alles durchblutet wird. Und ich habe diese Verbindung in meinem Kopf umgeswitcht, dass ich das jetzt mit was Positivem in Verbindung bringe. Jetzt mache ich das jeden Morgen. Jeden Morgen eiskalt in den Tag starten. Welcher Punkt mir auch immer wieder hilft, zu mir zu finden, ruhiger zu werden, mich besser zu fühlen, ist meditieren. Das habe ich auch schon in so vielen Videos gesagt. Und auch das hatte ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe es trotzdem zum Großteil noch gemacht, aber das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem SOS-Urlaubsplan, dass ich das jeden Tag mindestens einmal mache, wenn nicht sogar zweimal. Also in der Regel habe ich das ja immer direkt nach dem Aufstehen gemacht und diesmal habe ich das so ein bisschen versucht vom Bett zu lösen, weil ich war immer jemand, der hat im Bett meditiert. Und ich habe das dann nur, ne, nach meinem Sportprogramm, nachdem ich duschen war, vielleicht auch schon mal etwas draußen. Dann habe ich mich danach ins Wohnzimmer gesetzt, Kerzen angemacht, eine schöne Atmosphäre geschaffen. Und dann habe ich mich da ganz entspannt hingesetzt. Und ich mache ja immer die geführten Meditationen von Headspace. Da gibt es auch noch andere Apps, könnt ihr ja mal schauen. Das ist auch ein Punkt. Wenn ihr euch irgendwie Ruhetage einbauen wollt, versucht das wenigstens mal. Und übrigens auch wieder eine ganz tolle Sache, die man auch gemeinsam mit Kindern machen kann. Ich habe auch eine Freundin, die hat zwei kleine Kinder. Ich glaube, der Junge ist 4, das Mädchen ist 9 und die meditieren zusammen.
Und das macht so viel Spaß. Und sie erzählt mir immer davon, wie die drei dann da sitzen. Und die Kleine, die freut sich immer riesig darauf. Deswegen, wenn ihr Kinder habt, versucht die einfach mal einzubinden. Auch für Kinder ist es so wichtig, so Ruheinseln in ihrem doch sehr stressigen Alltag, weil kleine Kinder haben auch schon immer so viel Stress, ne? Jetzt während Corona nicht ganz so viel, aber sonst halt. Deswegen bindet die einfach mit ein. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Auch bei den Massagesachen, bei den Gesichtsmassagen, bei den Beinmassagen, da kann man die auch einbinden. Jetzt nicht unbedingt bei den Schröpfgläsern, ne? Das ist nichts für Kinder, aber bei den anderen Sachen schon. Bei den Kaltduschen bin ich mir nicht ganz so sicher, das habe ich selber mit Kindern noch nicht ausprobiert. Ich weiß allerdings von Freunden von meinen Eltern, die haben drei Mädels, die sind jetzt allerdings auch schon alle sehr groß, aber als die klein waren, haben die immer unter die kalte Dusche gestellt. Die waren das von klein auf gewöhnt, deswegen war das auch kein Thema. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man das mit Kindern macht, die es noch nie gemacht haben, dann könnte auch sein, dass man ein bisschen Geschrei zu Hause hat. Deswegen geht da einfach mal nach eurem Gefühl. Die Freunde von meinen Eltern haben immer gesagt, das härtet die ab. Und die Kinder waren auch nie krank, ne? Also ich habe die nie krank erlebt, weil die immer die kalte Dusche am Ende bekommen haben. Kommen wir mal zum Thema Essen. Das ist ja bei mir, wenn es um das Thema Urlaub geht, auch sehr, sehr wichtig. Deswegen war ich ja auch vorher im Biomarkt und ich habe mir jeden Tag anderes Essen zubereitet. Super lecker, super nährstoffreich, ganz viele unterschiedliche Gemüsesorten. Morgens mal ein selbstgemachtes Avocado-Brot oder ein Porridge. Mittags was Nährstoffreiches und abends dann auch noch mal etwas, was dem Körper richtig gut tut. Was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, eine Saftkur zu machen. Und zwar eine mit selbstgemachten Säften. Also auf gar keinen Fall diese Fertigsäfte, die man so im Internet bekommt, sondern ich hatte mir vorgenommen, die jeden Morgen selber zu mixen oder zu entsaften. Und ich habe das bis jetzt noch nie durchgestanden. Ob ich das durchgestanden habe oder nicht, erzähle ich euch noch am Ende. Genau, aber das war das, was ich euch noch erzählen wollte, ob ich es geschafft habe oder nicht. In meinen Urlaubstagen war mir, und das habe ich ja schon am Anfang gesagt, vor allen Dingen die Zeit draußen unfassbar wichtig. Da lassen sich Kinder super gut einbinden. Wenn man kleine Kinder hat mit dem Kinderwagen, wenn sie schon ein bisschen größer sind, Laufrad, Bollerwagen, Fahrrad, dann kann man mit denen so Spielchen spielen, Schatzsuche oder. Also Kinder kann man in der Natur auch sehr, sehr gut einbinden und auch draußen in der Natur vielleicht so Achtsamkeitsübungen mit einbauen. In den Wald gehen, sich mal in den Wald setzen, oben in den Himmel gucken, was zu essen dabei haben, also die Ruhe in der Natur finden. Tut mir persönlich sehr, sehr gut und auch diese Tage, wo ich ganz gezielt gesagt habe, dafür nimmst du dir jetzt mal Zeit, was teilweise echt bei mir auf der Strecke geblieben ist in der letzten Zeit, weil ich dann irgendwie immer von morgens bis abends mit anderen Sachen beschäftigt war und dann nicht wirklich mich irgendwie bewegt habe, nicht draußen war. Und ich merke dann nach einer Zeit lang diese Kombination aus den Dingen, die ich euch vorhin erklärt habe, schlechter schlafen, schlechter ernähren, weniger draußen sein, das stresst meinen Körper ungemein und tut mir überhaupt nicht gut. Und dann kommen so Sachen irgendwann, dass ich mich dann halt überhaupt nicht gut fühle. Und da wieder rauszukommen, deswegen habe ich den SOS-Urlaubsplan gemacht. Ich habe mich übrigens auch richtig darüber gefreut, mir mal Zeit für meine Fingernägel und Fußnägel zu nehmen. Da hatte ich ja die zwei Sets geholt und dann habe ich die richtig schön gemacht. Ich habe die Nagelhaut zurückgeschoben. Ich habe Nagelöle jeden Abend benutzt. Habe ich sonst auch immer in meine Abendroutine eingebaut. Hatte ich die letzten Wochen auch irgendwie komplett vernachlässigt. Jeden Abend. Also ich habe alles erstmal ablackiert, meinen Nägeln mal so eine kleine Erholung gegönnt, abends immer schön alles eingeölt. Und bei den Gesichtsmassagen und bei den Beinmassagen habe ich übrigens auch Gesichtsöle und Körperöle benutzt. Ach, und wenn die dann auch noch so gut riechen, ne, da denkt man direkt, man wäre in so einem wunderschönen Spa. Wenn man die Augen dann schließt, mit ein bisschen Fantasie klappt das. Und am Ende meiner Wellnesszeit habe ich dann die Nägel schön lackiert, habe mir noch ein bisschen Selbstbräuner aufgetragen, den habe ich jetzt übrigens auch noch drauf, damit man auch noch so ein bisschen sonnengeküsst aussieht. Weil ich finde, wenn man dann auch so ein bisschen, wenigstens ein bisschen nach Urlaub aussieht, ne, dann fühlt man sich auch schon besser. Über was ich mich auch noch sehr gefreut habe, mein Freund hatte mir im Dezember so eine Massagepistole geschenkt und die habe ich jetzt endlich mal jeden Tag benutzt. Und das hat so gut getan. Also ich habe mir den Rücken alleine durchmassiert, die Arme, die Hände, die Beine, die Waden, die Füße, einfach alles. Da habe ich mir jeden Tag so eine halbe Stunde Zeit genommen und habe gesagt, Sheila, diese Ganzkörpermassage, die gönnst du dir jetzt, wenn schon alles geschlossen hat. Und es hat einfach so gut getan. Also Massagen, die tun meinem Körper so
unfassbar gut und danach ist alles immer direkt etwas gelockerter. Ja, ich werde auch übrigens die Erste sein, hoffentlich, wenn die Massagesalons wieder aufhaben, die da ist. Ich finde das immer, also, und wenn es nur so eine halbe Stunde ist, es ist so ein Urlaub für die Seele und für den Körper. Was mir auch noch richtig gut getan hat, und eigentlich bin ich ja niemand, der viel Fernsehen guckt, aber da habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht, Comedies. Ich habe mir meine Lieblings-Comedy-Sendung rausgesucht, unter anderem Friends. Ich habe Friends schon immer geliebt. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Staffeln bestimmt dreimal durch, wenn nicht sogar viermal. King of Queens, Two and a Half Men und sowas, ne? Das habe ich früher super oft geguckt und gerade bei Friends, also vielleicht mögt ihr die Sendung ja auch, das macht einem einfach gute Laune. Da kann es einem auch nicht so gut gehen, aber danach fühlt man sich besser. Also so geht es mir zumindest. Ich kann auch verstehen, wenn man anderen Humor hat, dann kann man sich ja vielleicht eine andere Sendung suchen. Aber das hat mir auch echt gut getan. Ich habe das jetzt auch nicht den ganzen Tag geguckt, vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde am Tag. Immer wenn ich zum Beispiel hier diese Pistole benutzt habe oder sowas. Manchmal habe ich das auch mit Dingen verbunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Massagepistole benutzt habe oder geschröpft habe, dann habe ich manchmal Gute Zeiten geguckt, manchmal Friends. Aber so Comedies, wenn man sich nicht gut fühlt, das hilft. Wenn wir schon mal beim Thema Wellness sind, also ich wasche ja nicht so oft meine Haare, aber an den Tagen, an denen ich die sowieso gewaschen habe, habe ich mir eine Kopfmassage gegeben. Ganz alleine. Und es hat einfach so gut getan. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gut das tut. Abends auf dem Sofa, Entspannungsmusik und dann habe ich mir selber den Kopf massiert. Wenn ihr einen Mann habt, Kinder und die sind dann schon zu Hause, ich war jetzt die überwiegende Zeit alleine, dann würde ich die dazu verdonnern. Dann würde ich sagen, so, ihr habt jetzt eine Aufgabe. Einmal Kopfmassage bitte. Am Anfang hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich mich mehr um meine Haut kümmern wollte. Deswegen habe ich auch alle paar Tage einen Dermaroller wieder benutzt. Das habe ich auch sehr, sehr vernachlässigt und das ist so gut für die Haut. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich werde dazu auch ganz bald ein Video drehen, wie ich den anwende. Die Haut sieht danach komplett anders aus. Die ist so richtig schön durchblutet und es ist so gut für die Hautstruktur. Kann ich jedem nur empfehlen. Habe ich mich auch wieder aufgerafft und danach habe ich mich dann im Spiegel geguckt und habe gesagt, ja, Sheila, so langsam fühlst du dich wieder besser. Ich habe mich übrigens auch noch richtig intensiv um das Thema Mundpflege gekümmert. Ich habe meine White Stripes benutzt. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich komme mit denen super zurecht. Ich habe mir wieder die Zeit genommen, jeden Tag mehrere Minuten meine Zähne mit Zahnseide zu reinigen. Das mache ich eigentlich immer. Da bin ich auch in der letzten Zeit irgendwie so ein bisschen, ich habe es trotzdem noch regelmäßig gemacht, aber irgendwie so ein bisschen halbherzig und ich war froh, als es vorbei war. Aber für das Thema Mundpflege habe ich mir jetzt richtig viel Zeit genommen. Also jeden Tag den Zungenreiniger benutzt, meine Zahnpflege. Und das war, also nach diesen Tagen, es war einfach so schön, weil zum einen habe ich echt gut abgenommen. Meine Haut war am Ende, weil da habe ich ja den Selbstbräuner benutzt, da habe ich mich schon tausendmal besser gefühlt. Dann habe ich auch noch Haarkuren benutzt. Aber wie gesagt, meine Haare wasche ich ja nicht ganz so oft. Aber es hat denen auch mal wieder gut getan, dass ich mich wieder so ein bisschen um die gekümmert habe. Und auch da war ich in der letzten Zeit sehr nachlässig mit. Genauso wie beim Thema Nagelpflege. Und jetzt ist es einfach, ich fühle mich schon viel, 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 viel besser. Ich hoffe trotzdem, dass wir bald in Urlaub fahren können, aber diese Tage haben mir so gut getan und auch das Thema Ernährung. Ach, das wollte ich euch auch noch sagen, das habe ich vorhin vergessen. Ich habe mir ja morgens immer zum Beispiel ein sehr gesundes Frühstück zubereitet, unterschiedliche Sachen gekocht und auch bei dem Thema lassen sich Kinder extrem gut einbinden. Also ich hatte zum Beispiel mal so ein Projekt mit einer Schule aus einem benachteiligten Stadtteil und einem Altersheim. Ich erzähle das auch nur ganz kurz. Ich habe mir damals die Kinder aus der Schule ausgesucht, denen es mit Abstand am schlechtesten ging. Also die aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen kamen. Und mit denen in Kooperation mit dem Altersheim habe ich ein Kochprojekt gemacht. Und zwar waren das, ich glaube, fünf, sechs Kinder. Ich bin dann mit denen einkaufen gegangen, habe denen die Obst- und Gemüsesorten erklärt. Und Kindern kann man einfach so viele tolle Sachen beibringen. Es ist, und die sind begeisterungsfähig. Das ist einfach so schön. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann immer vorher besprochen, was wir gemeinsam kochen. Wir haben immer eine Vorspeise gemacht, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Und dann sind wir mit den Sachen zum Altersheim gegangen.
Und Phoebe macht da wieder ein Rock'n'Roll und haben dann in dem Altersheim gemeinsam gekocht. Also dann waren da Senioren, die auch teilweise keine eigene Familie mehr hatten. Und es war einfach so schön zu sehen, wie diese unterschiedlichen Generationen sich gegenseitig helfen. Und das war auch wieder ein Moment, der mir gezeigt hat, dass im Grunde genommen jedes Kind auch für das Thema Ernährung Begeisterung entwickeln kann. Also es waren Kinder, wie gesagt, aus sehr, sehr schwierigen Verhältnissen. Und die waren auch echt nicht einfach. Also da waren so ein paar dabei, die haben den Lehrern teilweise das Leben zur Hölle gemacht. Aber wenn man sich mit denen hingesetzt hat, denen das erklärt hat, sich mit ihnen beschäftigt hat, das waren alles so wunderschöne kleine Seelen, die so viel Begeisterung für diese Themen entwickeln konnten, dass also das ist einfach so schön. Also dieses Projekt war einfach so ein absolutes Herzensprojekt. Ganz, 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 ganz toll. Deswegen, wenn ihr Kinder habt, bindet die in alles ein. Kochen, Frühstücken, Tischdecken. Ne, die können dann in der Zeit, wenn sie schon lesen können, irgendwie im Internet recherchieren, was hat eine Gurke alles, was bewirkt das, wo wächst das. Also wenn man denen Aufgaben gibt, dann haben die da auch Spaß. Also selbst beim Biomarkteinkauf können die auch Spaß haben, wenn man denen so einen kleinen Einkaufszettel malt oder schreibt. Das habe ich zum Beispiel mit meinen Kindern in den USA immer gemacht. Die haben von mir auch immer einen kleinen Einkaufszettel bekommen. Und ja, die hatten Spaß beim Einkaufen. Es gab Regeln, keine Leute umrennen und sowas. Aber die haben sich später richtig auf diese Einkäufe gefreut. Und die Eltern hatten halt vorher immer Diskussionen, weil die Kinder keine Lust hatten einzukaufen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich euch sagen will, bindet eure Kinder einfach so gut es geht mit ein. Ich habe übrigens noch einen kleinen Tipp für die Familien da draußen. Das habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Das fand ich ganz toll. Das war eine Familie, wir können ja zurzeit alle nicht reisen, aber die haben so virtuelle Touren gemacht, zum Beispiel nach Tokio oder nach New York oder sonst irgendwo hin. Kann man übrigens auch, wenn man mit dem Partner alleine wohnt oder auch komplett alleine lebt. Und die haben auf jeden Fall diese virtuellen Touren gemacht und an diesem Tag, also sie haben sich immer an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Städte vorgenommen und dementsprechend haben sie dann auch zu Hause gekocht oder sich auch dementsprechend angezogen. Fand ich auch eine sehr schöne Idee. Also ich glaube, das gucke ich mir auch mal an, weil ich glaube, mit diesen virtuellen Touren, da kann man sich auch Museen angucken, man kann tauchen gehen. Das ist jetzt alles nicht so ein richtiger Ersatz, aber ich finde, um das Ganze zu überbrücken und um so ein bisschen Leben reinzubringen, macht das Spaß. Also könnte ich mir vorstellen. Muss ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und gerade wenn man Kinder hat, ne, dann könnt ihr mal nach New York reisen, ne? Laptop schön davor und dann guckt man sich da alles an. Da kann man nach Tokio, jetzt werde ich schon müde, Australien, Südamerika, dann kann man südamerikanisch vielleicht noch kochen, gemeinsam mit der ganzen Familie vorher einkaufen gehen und sich einfach so eine schöne Zeit machen. Es geht ja darum, wenn es uns nicht gut geht, dass wir einfach gucken, okay, was kann uns helfen? Kommen wir mal zu der Saftkur-Auflösung. Und ich hatte mir es ja vorgenommen. Und dann habe ich aber nach so einem halben Tag, ich glaube, ich habe etwas mehr als einen halben Tag durchgestanden und dann dachte ich mir so, nee. Also irgendwie, du brauchst was Warmes. Es war auch teilweise echt kalt. Und dann habe ich das Ganze ein bisschen umgewandelt, habe morgens mir einen Saft gemixt, mittags eine Suppe gemacht und abends auch eine Suppe. Die Suppen haben auch gut geschmeckt und waren zu 100% nur Gemüse. Und das Ganze habe ich 3 Tage lang durchgezogen. Immer so, dass ich nicht gehungert habe. Also ich habe mich richtig gut satt gegessen. Und ich glaube, ich habe in 3 Tagen 1,5 Kilo abgenommen. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Also wenn ihr euch schlecht fühlt, kann ich euch sowas vielleicht auch anstatt so einer Saftkur, da gibt es auch bestimmt viele, die haben damit super gute Erfahrungen. Ich habe einfach gemerkt, ist nichts. Nee. Dann lieber eine Kombination aus frisch gemixten Säften und Suppen. Das hat bei mir super gut funktioniert und ja, das habe ich alles gemacht in den Tagen. Das war mein SOS-Urlaubsvideo für zu Hause. Ich hoffe so sehr, dir die ein oder andere kleine Inspiration gegeben zu haben. Und wie gesagt, stresst euch nicht, schaut selber mal, setzt euch dahin und guckt einfach mal, was bedeutet für euch Urlaub, was ist das? Und dann schauen, was könnt ihr von dieser Liste in den jetzigen Alltag einbauen und wie gesagt, wenn es möglich ist, natürlich gerne mal ein paar Tage hintereinander frei, damit der Körper und der Geist sich so richtig schön erholen können. Ja, und danach einfach versuchen, so viel von diesen Dingen, die euch gut tun, in euren normalen Alltag einzubauen. Das muss dann auch, wie gesagt, nicht eine Stunde Pistolenmassage sein, sondern das können auch nur 5 Minuten sein. Aber dass man mal guckt, okay, was hat mir richtig gut getan, was kann ich davon ein bisschen beibehalten? Und ich würde sagen,
Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ist alles unten in der Infobox verlinkt. Gerne Daumen hoch, ne? Wisst ihr ja schon. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal.